Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Neo. Wir haben in der letzten Episode noch diesen Shortcut hier freigeschalten. Und kämpfen jetzt wieder hier mit diesem verdammten Yokai. Den haben wir nämlich in der letzten Episode schon besiegt. Aber er ist respawned. Autsch. Den habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. So. Oh. Da verbrauche ich jetzt fast ein bisschen zu viel Elixiere für den. Das ist ein bisschen peinlich gewesen jetzt. Die Vorstellung. Waren wir hier schon? Hier ist auch nochmal ein. Boah. Da kann man auch nochmal runter. Wo geht's denn hier lang? Hier ist eine heiße Quelle. Okay. Schön. Würde ich sagen, baden wir einfach mal drin. Nicht, dass wir es aktuell wirklich brauchen, aber so ein bisschen Heilung schadet ja eigentlich nicht. Und dann geht's hier hoch. Wahrscheinlich zum Boss. Die Frage ist, sind wir im selben Gebäude wie. Ja, das könnte Boss-Tor sein. Gucken erstmal hier noch. Ist jetzt die Frage. Ist das hier die Bosstür? Oder ist die untere Haupttür die Bosstür? Und können wir da durchrennen? Bin versucht, es zu versuchen. Oh, Mist. Runtergefallen. Nein. Scheiße. Schon wieder so ein elender Anfängerfehler. Aber ich glaube, die Quelle hilft uns hier ein bisschen weiter. So, jetzt muss ich gucken. Wir nehmen jetzt natürlich einiges an Schaden. Aber ich glaube, wir wären hier nicht durchgekommen, ohne Schaden zu nehmen. Hier ist auch nochmal eine Tür. Dann ist das hier wohl nicht die Bosstür. Boah, hier geht's noch weiter hoch. Meine Güte. So, da hier alles Feuerspaß sind, guck euch mal den da an. Nice. Dann haben wir da noch einen. Den möchte ich auch kurz ausschalten. Damit wir nachher in Ruhe gegen den Yokai kämpfen können, der hier rauskommt. Wir gucken mal, was wir hier haben. Normaler. Oh. Die sind ja eigentlich kein Problem. Also es wundert mich jetzt wirklich, dass hier die billigsten, der billigen Yokai aufgefahren werden. Und nicht hier mal was Vernünftiges. Wo zur Hölle? Okay, hier ist ein Dead End. Das heißt, wir müssen dann hier weiter hoch. Ist das die Bosstür? Ja, das ist die Bosstür. Mist. Das möchte ich eigentlich noch gar nicht machen. Hallo, mein Freund. Wer bist du denn? Ein Mensch, kein Monster mal. Oh. Okay, der teleportiert sich. Und macht viel Schaden. Viel Feuerschaden. Holy shit.
Okay, das wird eine Weile dauern, wahrscheinlich wieder. Aber wenn das der Boss ist, frage ich mich ein bisschen, was... Wir haben jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich viel Amarita. Das heißt, wenn wir das verlieren, ist es im Prinzip egal. Moment mal, wir haben doch den Shortcut freigeschalten, oder? Ich meine, wenn das der Boss ist, dann kann das hier eigentlich nicht der Boss sein, oder? Ganz genau. Sind wir hier wieder in demselben verrotzten Gebäude, wo ich natürlich keine Orientierung habe. Okay, da sind wir wieder hier. Oh Mist. Oh Mist. Oh oh oh. Mann! Hört doch mal mit eurem Scheiß auf hier. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie einen vernünftigen Weg zum Boss finden. Das kann nicht sein. Ich denke, am besten ist es, wenn wir... jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube... War das die Leiter? Bin mir nicht sicher. Das ist unser Shortcut. Ich glaube, den hier nehmen wir zum Boss. Ah, es ist ein super langer Weg zum Boss. Aber was will man tun? Feuerresistenz, das könnte man tun. Haben wir hier irgendwie Gear, das gegen Feuer schützt? Giftschutz, nee. Ich würde es eigentlich ganz gerne nach Gewicht sortieren hier irgendwie, aber... Durchbruchschutz, Blitzschutz... Ah, schon mal nicht. Hier vielleicht. Schadensreduktion. Leben. Der heldenhafte wilde Stier, was zur Hölle ist das denn? Ja, es sieht nicht so gut aus hier, Freunde. Es sieht nicht so gut aus. Was wir aber auf jeden Fall machen können, ist hier noch einen zweiten Feuerdings reinzupacken. Müssen wir mal gucken, was das höchste Level ist. Meine Güte, können wir hier irgendwie nach oben, schneller nach oben scrollen? Das ist ja unglaublich. So, wir haben hier noch einen zweiten Feuer-Omamori-Anhänger. Der gibt uns nochmal Feuerschutz. Ich denke, wir werden mit denen ins Rennen gehen. Was wir noch gucken können, ist Fähigkeiten erlernen. Feuerschuss, nein. Brandschutz. Ob wir das hier skillen? Ich glaube, das ist hier gar nicht so verkehrt. Und dann würden wir mal kurz das Jutsu bereit machen. Er ist auch wieder sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, inwiefern wir da großartig... Möglichkeiten haben, uns zu buffen. Feuertalisman 1 nehme ich weg. Stattdessen hauen wir dann den Brandschutz rein. Wenn ich ihn finde. Natürlich. Hier. Und ich würde sogar sagen... Ich nehme die Feuerdinger raus und hau die Brandschutzdinger rein. Weil ich glaube nicht, dass Feuer hier das richtige Wahl, die richtige, richtige Mittel der Wahl ist. Oh, das ist viel zu lang der Weg zum Boss. Das ist viel zu lange. Wir könnten uns nochmal in einer heißen Quelle sudeln. Oh, meine Güte. Moment mal. Hier einfach da durch. Dann hier hoch.
denke, das ist das Einfachste. So, dann pre-buffen wir mal. Ich würde sagen, wir machen mal das hier. Wir machen das hier. Und dann gucken wir mal. Vielleicht können wir... Oh, Mist. Hat... What? Dieser Fernkampf... Scheiß, ne? Unglaublich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich perma gestunt war. Das ist etwas, was ich noch gucken müsste. Meine Güte, ist der Weg lang. Okay, ich glaube, nach diesem Versuch werde ich das notgedrungen rausschneiden müssen. Weil das, das kann ich euch nicht zumuten. OMG. Ich denke, ich soll vielleicht auch mich erstmal darauf konzentrieren, auszuweichen. Gar nicht großartig versuchen, Schaden zu machen, sondern einfach mal seine Muster lernen. Ich meine, der Brandschutz, der hilft auf jeden Fall. Das hier hilft auch. Aber was ich nicht tun werde, ist jetzt irgendwie ihm die Buff draufhauen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Für den Moment. Okay. Kann man ihn ins Feuer drängen? Okay, da kommt irgendwas runter. Er nimmt auf jeden Fall... Wow, oh, 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 oh. Ich sehe nicht. Da hinten ist er. Heilt er sich? Ich weiß es nicht. Ist schwierig zu sagen. Nein. Oh. Das wäre fast in die Hose gegangen. Okay. Okay. Und das war's. Okay. Der war easy. Der war richtig easy. Das... Ja. Fast ein bisschen unterwältigend, ehrlich gesagt. Also nach dem, was wir da beim letzten Mal durchgemacht haben. Ich meine, ich bin jetzt froh, weil der Boss-Run halt so elendig scheiße ist. Aber ansonsten... hätte ich eigentlich ganz gerne noch ein bisschen länger gegen den gekämpft, aber der konnte ja gar nichts. Ich glaube, jetzt haben wir auch das Brandzeug relativ unnötig geskillt. Na gut, ich meine, wir haben alle Kodamas gefunden. Ja. Vielleicht war es das auch noch nicht. Das kann gut sein. Oh, das war's doch. Wäre es natürlich interessant gewesen, wenn da noch eine zweite Phase gekommen wäre. Und vielleicht kommt auch noch ein zweiter Boss oder so. Das ist ein bisschen melodramatisch für mich. Dass sich aber auch alle immer selber opfern wollen, ne?
Ja, das sind jetzt einige Yokai. Ja, die Mission war jetzt sehr... Ja, die Mission war jetzt sehr, sehr easy. Ja, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, weil ich hätte jetzt eher gedacht, das Spiel wird schwieriger. Ich meine, dass der Boss jetzt vielleicht nicht gerade so super schwer ist wie der vorherige, das ist klar. Aber dass die Levels dann so wirklich, wirklich easy sind. Ich meine, wir sind irgendwie, sind wir zwei oder drei Mal dumm gestorben. Aber ansonsten war das wirklich easy, die Mission. Jetzt ist natürlich die Frage, wann machen wir mit unserem, ja, 96, ja, Mission Stahl auf Stahl Dojo, okay. Oh, ich glaube, ich werde ein paar Dojo-Missionen machen müssen. Ja. Meine Güte, was haben wir hier aber noch? Stille Krähe. Das wäre dann die nächste Hauptmission. Geste Feuer. Ja, das war ein bisschen unterwältigend, ehrlich gesagt. Ich muss mal gucken jetzt hier wegen dieser neuen Waffe. Die sieht schon irgendwie ziemlich cool aus. Ich habe aber das Gefühl, die müssten wir ein bisschen umschmieden. Damit wir sie ordentlich verwenden können. Was haben wir für ein Level hier bei der nächsten Mission? 103, ja, das... Hier waren wir jetzt natürlich auch ein bisschen... Ja, waren wir ein normales Level eigentlich. Zumindest von der Waffe her. Ich vergleiche jetzt vor allen Dingen die Waffen. Ich glaube, für unser eigenes Level... Da sind wir 84, da sind wir meilenweit drunter. Aber ich habe das Gefühl, das geht gar nicht, ohne dass man viel grindet. Und ihr wisst, grinden tue ich nicht. Was wollte ich tun? Genau, die Waffe umschmieden, ne? Waffe. Das hier. So, das hier können wir... Beste Sondereffekte können nicht neu geschmiedet werden. Ah. Das hier können wir auch nicht weg. Boah. Das ist ja ätzend. Schadensbonus, das brauchen wir nicht. KI-Reduktion brauchen wir auch nicht. Fähigkeit Lebensregeneration. 17. Nee. Komm weg damit. Hoffentlich kriegen wir hier was Vernünftiges. Brechen, hohe Haltung. Das hier ist Quatsch. KI-Schaden fein verschlammt. Das ist auch Quatsch. Im Prinzip können wir alle wieder wegmachen. Parieren kritisch. Parieren brauchen wir nicht. Brechen hohe Haltung. Nee, Schadensbonus ist alles weg. Tschüss. Schadensbonus für Beweglichkeit. Beweglichkeit? Das ist gut, glaube ich. KI-Schaden von Fähigkeiten. Nee. Tiefe Haltung, nee. Tschüss. Schaden kriegen, irgendwas interessiert mich nicht. Brechen, starker Angriff. Bäh. Machen wir nicht. Welcher Lebens... Haben wir schon wieder Lebensregeneration? Was zur Hölle ist denn hier los? Weg damit. Es kann doch nicht sein, dass wir hier nichts Vernünftiges kriegen. Schwacher Angriff. KI-Reduktion. Ja, vielleicht... Ja, vielleicht, ja. Nein, passt mir nicht. Krallenschaden. Was zur Hölle ist Krallenschaden? Erhöht.
weg. Können wir bitte mal was Vernünftiges kriegen? Brechen, starker Angriff. Ich gehe doch bankrott hier. Parieren. Tschüss. Was? Was haben die nur immer mit Parieren? Überschwemmen. Was will ich damit? Erdschaden. Das hier sieht doch gar nicht schlecht aus. KI-Schaden von starken Angriffen. Wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir was Besseres. Neu schmieden. Erdschaden ist gut. Rüstung schwächend, Beine. Was zur Hölle ist das schon wieder? Weg damit. Nahkampfangriff, Feind verbrannt. Nein. Brechen weg. Wobei schwacher Angriff brechen ist nicht so schlecht. Ich will aber, wir haben genügend Gold. Wir können uns das leisten. KI-Schaden von starken Angriffen, 6-1, nee. Angriff, Mittelhaltung, KI-Reduktion. Ich glaube, das ist okay. Das können wir so lassen. Das heißt, wie sieht unsere Waffe, aber sie macht ein bisschen weniger Schaden, aber sie hat halt, die Vertrautheit ist halt nicht so hoch. Ich denke, wir werden jetzt die neue Waffe ein bisschen verwenden, einfach um die Vertrautheit zu steigern. Falls wir aber wirklich den Damage brauchen, werden wir dann auf die hier wechseln. Was ich auch tun sollte ist, nein, falsch, schreien, Jutsu bereit machen. Wir haben ja jetzt Erde. Das heißt, also Wind kann schon mal weg. Brauchen wir nicht. Blitz brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich hätte ganz gerne hier den zweiten Erde mit dabei. Dann nehmen wir Feuer noch mit dazu wieder. Und dann muss ich gucken. Wasser, Brandschutz brauchen wir nicht. Das heißt, hier würden wir dann Erde raufhauen. Okay, gut. Ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Episode. Beim nächsten Mal geht es dann höchstwahrscheinlich mit dieser Hauptmission weiter. Ich werde jetzt offscreen die Dojo-Mission machen. Ich werde offscreen diese Nebenmission hier machen. Und dann, ja, geht es dann in der nächsten Episode mit der Hauptmission weiter. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.